Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, es geht in diesem Vortrag um die klinische Bestrahlungsplanung bei der LDR-Brachytherapie. Dies in Abhängigkeit der Indikationen, ob Monotherapie, Kombitherapie, eine fokale Brachytherapie oder eine Salvage-Brachytherapie mit LGR geplant sind. Ferner natürlich um die dabei notwendige Qualitätssicherung. Wir haben ganz, ganz viele Parameter, die Einfluss auf die Ergebnisse der LDR-Brachytherapie nehmen können. Ich habe hier einmal ein Ishikawa-Diagramm erstellt, wo viele, nicht mal alle Faktoren zusammengefasst sind, die eingehen. Nebst den klinischen Parametern PSA, Gleason-Score, Tumorstadium, Tumorbiologie, Alpha-Beta-Werte zum Beispiel oder der Tumorgröße, wie sie sich aus den verschiedenen Voruntersuchungen ergeben, ist dies im Bereich der technischen Durchführung vor allem natürlich das, was wir Bestrahlungsplanung nennen, sprich, welche Dosis bekommt die Prostata, welche Dosis erlauben wir für die Harnröhre, für den Enddarm, welche Dosis erhält das CTV, wie führen wir die Volumenkontrolle vor der Implantation durch, wie führen wir die Implantation selber durch, wie die Online-Planung, die absolut State of the Art ist, wie konturieren wir die verschiedenen Organe dafür. Und hier unten der zweite Teil aus dem gesamten Einflussparameterdiagramm, den wir heute besprechen wollen. Die Postimplantkontrolle mit CT oder MRT, gegebenenfalls der daraus resultierenden Indikation einer zweiten Implantation, einer Nachimplantation von Seeds, die alles zusammenfasst in den Begriff radioonkologische Kontrolle im Gegensatz zu den klinischen urologischen Kontrollen, die natürlich auch letztendlich Bestandteil der radioonkologischen Workflow-Parameter sind. Ziel von allem ist die möglichst komplikationslose Heilung. Die Wahrscheinlichkeit für die Heilung soll idealerweise bei 100% liegen. Die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen idealerweise bei 0%. Ein Röntgenbild, was uns vermuten lassen würde, dass wir dem relativ nahe gekommen sind, würde zum Beispiel aussehen wie hier. Die kontrastbildgefüllte Blase, darunter schön auf die vermutliche Prostatakontur bezogen, die man natürlich hier nicht sieht. Die Lage der Seeds, sehr schön auch bis oben zum Blasenboden heran. Das ist das, was man im Röntgenbild zum Beispiel unter einem Optimum verstehen würde. Die Prostata und ihre unmittelbare Umgebung ist für eine präzise Bestrahlungsplanung anatomisch genau zu unterscheiden. Wir haben die Prostata, wir haben den klinischen Sicherheitssaum, der einige Millimeter um die Prostata herumreicht. Wir haben die Samenblasen, die an die Prostata heranreichen, aber unterschiedlich weit von der Prostata, teilweise auch sehr weit entfernt nach oben in den Bauchraum reichen können. Wir haben die Harnblase, die in unterschiedlicher Form von ventral oder kranioventral auf die Prostata drückt und auf die Harnröhre, die dann durch die Mitte der Prostata durchzieht, unten durch den Schließmuskel den bekannten weiteren Weg nach außen nimmt. Und je nachdem, was wir tun wollen, ob wir eine fokale Therapie machen wollen, eine ultrafokale Therapie, dann nur eines Teilbereiches, zum Beispiel eines Tumors in Nähe der Apex, eine fokale Therapie einer Prostatahälfte, oder ob wir eben die gesamte Prostata mit mehr oder weniger Sicherheitsraum behandeln wollen oder bei fortgeschrittenen Tumoren dann auch die Umgebung mit ins Behandlungsgebiet nehmen. Je nachdem ist die Bestrahlungsplanung unterschiedlich. Wir haben also viele verschiedenste Möglichkeiten. Wir müssen wissen, dass das Zielvolumen sich bei der LDR-Brachytherapie auch unterscheiden kann, je nachdem, ob wir lose einzelne Seeds nehmen oder sogenannte Seedketten, sogenannte Strands nehmen. Lose Seeds decken nur die Prostata ab, weil man sie nicht ganz an die Prostatakapsel legen darf, weil sie möglicherweise in den benachbarten Gefäßen sonst davon schwimmen. Mit Seedketten, sogenannten Strands, ist es aber möglich, nicht nur die Prostata abzudecken, sondern eben auch die direkte Umgebung abzudecken, die klinisch relevante Umgebung, die denn zum Beispiel heißt, perikapsuläre Tumoranteile direkt jenseits der Prostata können Tumoranteile durch die Kapsel durchwachsen. Dazu gibt es eine sehr, sehr lesenswerte Arbeit von Brian Davies, eine seiner ersten wirklich richtig guten Arbeiten, Cancer 1999 publiziert, die eben zeigen, wenn man die Prostata plus 3 bis 5 mm Umgebungsraum behandelt, dass man 99 bis 100% Tumorabdeckung erreicht. Wie wir wissen, ganz anders bei der radikalen Prostatektomie, wo eben ganz häufig periprostatische Tumoranteile dann zum biochemischen Rezidiv und zur Indikation für die adjuvante Radiatio führen oder Salvage-Radiatio. Und wir haben natürlich die Samenblasen,
einer ähnlichen Problematik, wenn der Tumor in Richtung Samenblasen einwächst, dann wird das von einer Behandlung, die nur die Prostata erfasst, wie immer sie heißt, nicht ausreichend mit erfasst. Wenn wir aber die Seeds, und das geht mit den Strands, mit den Seedketten auch sehr problemlos, wenn wir die Strands in die Samenblasenansätze mit hineinstechen und ebenfalls in den Samenblasenansätzen platzieren, können wir auch dieses Risiko entsprechend minimieren. Hier gibt es von Kästchen bereits aus 2002 im Red Journal erschienen eine Arbeit, die zeigt, dass man mit 1 bis 1,5 Zentimetern eigentlich die allermeisten Tumorsituationen bereits auch abgedeckt hat und insgesamt ein allenfalls ca. 1%iges Risiko einer Samenblasenbeteiligung weiter als 2 cm von der Prostata eingeht. Man kann sich als Orientierungshilfe ganz gut an den Patientabellen orientieren. Die werden regelmäßig aktualisiert und können sicherlich als vernünftige Konsensreferenz gelten. Es gilt ein Grundsatz: Stechen Sie bei keiner Behandlung, möglichst natürlich auch nicht bei der vorherigen Biopsie, stechen Sie nirgends mit Ihren Nadeln hin, wo später keine Strahlung ankommt, auch wenn es bisher keine Publikationen gibt, die dies eindeutig belegen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Tumorzelltranslokationen mit Nadeln bei der Biopsie oder auch bei verschiedenen Formen der Therapie stattfinden können. Die Risikoregionen hierfür sind vor allem der Blasenboden und die Samenblasen, weil die natürlich bei einer transperinealen Nadeleinbringung in Stichrichtung liegen. Die Teamskills. Welche Teamskills braucht man für eine erfolgreiche Pachytherapie? Wir brauchen, weil es ein Verfahren der Strahlenheilkunde ist, radioonkologische Kompetenz. Das ist mehr als Facharztwissen. Das braucht auch ein gewisses Gespür für die Situation. Wir brauchen auch urologische Kompetenz, ebenfalls deutlich mehr als Facharztwissen, weil auch ein neben der reinen Wissensbasis ein gewisses Gespür für die Methodik notwendig ist. Und wir brauchen bei den Kollegen der Radioonkologie und der Urologie eigene Bildgebungskompetenz, die sich auf das Multiparameter-MRT in heutiger Technik bezieht, auf das PET-CT natürlich bezieht und auf den endorektalen Ultraschall bezieht, als die Methode, mit der in der Regel die LDR-Brachytherapie durchgeführt wird. Wir brauchen einen Medizinphysik-Experten, / eine Medizinphysik-Expertin, die weiß, was Brachytherapie ist. Wir brauchen ein gutes Narkoseteam, welches in der Lage ist, den Patienten über 1 bis 1,5 Stunden ruhig zu halten. Und idealerweise brauchen wir ein konstantes Team und, lachen Sie mich nicht aus, eine gewisse Teamfähigkeit aller Beteiligten. Man hat schon mehrere Orte gesehen, an denen es an der mangelhaften Teamfähigkeit zwischen Urologie und Radioonkologie gescheitert ist, das LDR-Programm. Wir brauchen einen zuverlässigen Seed-Lieferanten, der zeitnah liefert, verschiedene Aktivitäten zeitnah liefern kann, zuverlässige Aktivitätsreports macht und natürlich auch über entsprechende CE-Zertifikationen verfügt. Und auch wenn man es heutzutage fast nicht mehr ansprechen darf, wir brauchen, damit es allen Spaß macht und alle ihre Zeit vernünftig einbringen, eine ausreichende Vergütung für alle Beteiligten. Die Billigmentalität hilft hier letztendlich dem Patienten vor allem nicht weiter. Wir haben Informationsquellen aus der jeweiligen Geschichte des Patienten, die wir, sofern vorhanden, idealerweise benutzen sollten. Sehr, sehr gut. Ein Multiparameter-MRT in verschiedenen Parametern gefahren, zeigt uns heutzutage intraprostatische Tumoren zuverlässig an. Ähnliches kann das PSMA-PET-CT, was darüber hinaus den Charme hat, alle anderen Lokalisationen im Körper detektieren zu können und Fernmetastasen bei aggressiveren Tumoren in einer Sitzung auszuschließen. Wir haben die digital-rektale Untersuchung, den Finger des Arztes, der Ärztin, die erstaunlicherweise manchmal Befunde liefern, die in der Bildgebung nicht sichtbar sind. Wir brauchen eine repräsentative Biopsie für die ventralen Prostataanteile, gerne in transperinealer Technik. Da kommt die alte rektale Technik oft nicht hin. Wir brauchen einen Truss, den der oder die Durchführende bitte auch selbst beherrschen sollte. Prostatagröße im Truss ist eine Frage, Schambeininterferenz, auch in der Voruntersuchung ist die zweite Frage. Erst wenn all diese Untersuchungsergebnisse idealerweise vorliegen oder zumindest genügend für die Fragestellung des jeweiligen Patienten vorliegen, sollte die Indikationsstellung erfolgen. Klassischerweise als LDR-Monotherapie, klassischerweise auch als LDR-Kombitherapie mit einer Form der externen Bestrahlung, wie normofraktionierte externe Bestrahlung oder stereotaktische.
hypofraktionierte Bestrahlung, gegebenenfalls auch eine fokale Therapie nur bestimmter Prostataanteile im Rezidivfall oder auch in bestimmten seltenen Primärkonstellationen. Das Ablaufschema einer LDR-Brachytherapie sieht dann so aus, dass wir als erstes die Volumenstudie durchführen, Ultraschallbilder akquirieren für den Bestrahlungsplanungsrechner, im Bestrahlungsplanungsrechner die verschiedenen Volumina of Interest einzeichnen, zum Beispiel die Prostata, zum Beispiel die Harnröhre, zum Beispiel das CTV, zum Beispiel den Enddarm. Dann als nächsten Schritt die Verteilung der Seed-Berechnung durchführen, die Dosisverteilung berechnen, in verschiedenen Ebenen uns betrachten, ob wir sie weiter optimieren können, auch 3D sie betrachten, ob wir sie weiter optimieren können, dann in verschiedener Art und Weise ausgeben und dann gemäß den Angaben des Bestrahlungsplanes in transperinealer Technik, Ultraschall geführt in der Regel, die Strahlerketten vorzugsweise als Trends eben applizieren. Zum Schluss bekommt der Patient dann eine Dokumentation, wir nennen das Strahlenpass oder Nachsorgepass, Dokumentationsnachweis nach den verschiedenen Paragraphen der Strahlenschutzverordnung und anderen Strahlenschutzgesetzgebungen. Das ist der Ablauf einer LDR-Brachytherapie. Hier ein Beispiel eines Implantationsnachweises, wo wir mit freundlicher Unterstützung der Firma Eckert & Ziegler in verschiedenen Sprachen auch eine International Safety Declaration für Patienten mit eingefügt haben, damit sie am Flughafen zum Beispiel unproblematisch passieren können. Das ist wichtig. Zu den Einzeluntersuchungen. Wichtig, wie schon erwähnt, ist das Multiparameter-MRT in T2-Technik und Diffusionswichtung. Ventrale Tumore übersieht man im Truss und in der Biopsie gerne. Gerade hier hat sich in der Multiparameter-MRT-Zeit gezeigt, dass viel mehr Tumore vorne liegen als bisher gedacht, sodass man auch die vorderen Bereiche dann für die Therapieplanung berücksichtigen muss. Typischerweise in der T2-Wichtung die periphere Zone dunkel und in der Diffusionswichtung die periphere Zone hell. Das ist das typische Bild eines Prostatakarzinoms in der Multiparameter-MRT. Im PET-CT, wie aus der Nuklearmedizin bekannt, reichert das Radionuklid immer dort an, wo entsprechend Tumoraktivität besteht, natürlich auch in weiteren Organen wie der Niere und der Leber und der Milz, gegebenenfalls auch in den Harnleitern, hier aber eben auch als Rezidiv in der linken Samenblase nach bereits früher mal vorangegangener LDR-Brachytherapie. Diese Situation ist inzwischen in Deutschland kostenmäßig abgedeckt über die ambulante spezialärztliche Versorgung, ASV genannt. Hier sind die Kassen verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. Mitunter gibt es Lokalrezidive und Lymphknotenbefall. Dann würde man natürlich nicht nur das Lokalrezidiv behandeln, sondern zum Beispiel auch diesen kleinen Lymphknoten dann in einem perkutanen Bestrahlungsfeld mitbehandeln, möglicherweise mit einem zusätzlichen dortigen Boost. Es gibt auch den multiparametrischen Ultraschall, der ein bisschen unsicherer ist als das multiparametrische MRT, dafür den Vorteil hat, dass man ihn auch interoperativ während der Brachytherapiebehandlung nochmal als Kontrolle durchführen kann. In der Gesamtzahl entdeckt man ähnlich viele Tumorsuspizien wie im Multiparameter-MRT. Etwas frustrierend, es sind mitunter andere Stellen, die verdächtig erscheinen. Dies ist ein typisches Ultraschallbild, eben auch vor Ort im OP durchführbar. Im normalen Schwarz-Weiß-Ultraschall lediglich eine etwas echoarme Formation, die im farbkodierten Ultraschall dann aber deutlicher sichtbar wird und die Tumorverteilung insgesamt zeigt. Die Elastographie erschien vor einiger Zeit als interessante Möglichkeit, das zu ergänzen, ist aber zu umständlich und zu untersucherabhängig, sodass letztendlich die farbkodierte Ultraschallsonographie wahrscheinlich das Optimum darstellt, was man im OP schnell erreichen kann. Weitere Möglichkeiten, den endorektalen Ultraschall bei LDR-Brachytherapie einzusetzen. Ich habe einige Beispielbilder hier zusammengenommen. Einmal eben zur Lokalisation, hier ein anderer Sondentyp einer anderen Firma. Auch eine sehr, sehr gute Qualität. Ein ganz, ganz kleiner Primärtumor, der hier in der farbkodierten Dopplersonographie auffällig ist. Bei den heutigen Ultraschallgeräten, egal welcher Hersteller, der führenden Hersteller mit biplanaren Sonden,
eine sehr, sehr gute Darstellung im Längsbild. Hier die Harnröhre sehr gut sichtbar, hier die Harnblase, hier unten die Samenblasen, hier hinten das Rektum. Ganz fantastisch sichtbar die Nadeln. Früher bei den ersten Generationen tat man sich schwer, inzwischen sieht man die Nadeln wirklich richtig gut, auch hier in Abgrenzung zum Blasenboden. Dann im transversalen Schnitt hier verschiedene Nadeln alle zusammen eingesetzt, bevor dann die Seeds abgelegt werden, was im Längsbild in der Peripherie links oder rechts in der Prostata dann zum Beispiel hier zu der Darstellung der einzelnen Seeds führt. Auch in sehr, sehr präziser Technik. Früher sagte man immer, Seeds kann man im Ultraschall nicht vernünftig sehen. Das ist für die heutigen Ultraschallgeräte definitiv nicht mehr richtig. Die Urethra-Darstellung hat eine gewisse Bedeutung für die Bestrahlungsplanung. Klassischerweise kann man sie entweder mit Kathetereinlegen durchführen, was der einfachste und auch durchaus ein in der Regel sichererer Weg ist. Manchmal sieht man dann, dass der Katheter sehr stark auf die linke oder die rechte Seite verschoben wird. Hier ein extremes Beispiel eines Prostatakarzinoms, was nur hier in der Transitionalzellzone wuchs und die Harnröhre massiv verdrängt hat, sodass wir hier beschlossen haben, statt des Katheters, der nur einen kleinen Teil der Harnröhre gezeigt hatte, das Endosgel retrograd intraluminal zu verwenden, einfach durch die Harnröhre unter etwas Druck einzuspritzen. Das normale Endosgel, was sonst zur Vorbereitung der Kathetereinlage benutzt wird, sieht man, wenn man es schnell genug spritzt, auch sehr gut als Gemisch im Ultraschall. Denn die Urethra ist halt nicht immer ein gerader Schlauch. Mitunter ist sie irregulär. Und man muss auch dann wissen, wo sie liegt, um sie entsprechend schonen zu können. Für die Bestrahlungsplanung gilt als technische Referenz zwei Arbeiten. Einmal die Empfehlungen von Solambi 2007, zusammen mit der Jack-Estro-Gruppe publiziert. Und ebenfalls von der Jack-Estro-Gruppe in 2022 publiziert, von Anne Henry und anderen Kollegen Guidelines für LDR und HDR, welche die in der Vergangenheit mit unterschiedlichen technischen Referenzen ein bisschen vereinheitlicht haben. Schauen wir einmal in die Arbeit von Solempier aus 2007, Tumor and Target Volumes in Permanent Prostate Brachytherapie. Die Kollegen haben alle verschiedenen Definitionen, die wichtig sind, zusammengefasst. Das Wichtigste ist die V100, der Prozentsatz des CTVs, der die verschriebene Dosis erhält, sollte zumindest 95% betragen. In Kurzform heißt das V100 größer 95%. Die D90 sollte dadurch größer als 100% der Verschreibungsdosis werden. Und man sollte versuchen, die V150, das heißt der Anteil des Zielvolumens, welcher 150% der Verschreibungsdosis erhält, unter 50% zu halten. Das ist gar nicht einfach. 50% ist nach unserer Erfahrung ein sehr gut verträglicher Wert, der dafür steht, dass auch die ganze Behandlung insgesamt gut vertragen wird. Bei aggressiveren Tumoren kann das manchmal nicht ausreichen, sodass es sinnvoll sein kann, mit der V150 auch auf höhere Werte durchaus zu gehen. 60-65% sind akzeptabel, über 70% wird es dann etwas kritisch, nach unserer eigenen Erfahrung zumindest. Aber das ist die Referenz, die uneingeschränkte Referenz für die Dosisverteilung im Tumorgebiet. Die Risikoorgane, Rektum, primäre Parameter, die Dosis, die in 2 Kubikzentimeter ankommt, D2CC genannt, sollte kleiner als die Verschreibungsdosis von 145 Gray sein. Als Sekundärparameter die Spitzendosis hier technisch bedingt immer als D0,1CC genannt oder auch als Dmax genannt, sollte kleiner 200 Gray liegen. Ich persönlich halte diese Empfehlungen für zu locker. Wir versuchen immer die D0,1 kleiner 145 Gray, also kleiner der Verschreibungsdosis zu halten, auch entsprechend bei Kombinationsbehandlungen dann unter 108 Gray zu halten. Die prostatische Urethra D10 kleiner 150% würde heißen, D10 kleiner 217,5 Gray wäre mir persönlich auch zu heiß. Wir versuchen immer die D1 für die Harnröhre unter 200 Gray zu halten. Dann kommt man auch mit der V150 kleiner 50% eigentlich immer ganz gut zusammen. Eine D10 von 150% ist mit einer V150 von kleiner 50% aus unserer Planungssicht nicht zu vereinbaren.
Der Penisansatz und die neurovaskulären Bündel sind interessant, aber es gilt auch in 2022, dass das alles Untersuchungszukunft ist und keine vernünftigen Parameter definiert werden können, weil es auch mitunter schwierig ist, diese Organe überhaupt klinisch vernünftig zu definieren. Die eigentliche Bestrahlungsplanung erfolgt in verschiedenen Schritten. Früher die immer obligate Vorplanung benutzen wir heute nur noch zur Aktivitätsvorberechnung, dass wir wissen, ob wir stärkere oder schwächere Seeds für diese entsprechende Prostata verwenden wollen. Alles beruht heutzutage auf der interoperativ durchgeführten, interaktiven und adaptierten Online-Planung. Wir haben also immer eine IGRT, Image-Guided Radiotherapie, wenn man so mag. Die Nachplanung erfolgt im Standardfalle mit dem Computertomogramm und im etwas sophisticateren Fall mit dem Magnetresonanztomogramm, natürlich nicht als Multiparameter-MRT, sondern als Single-MRT. Das CT ist immer noch Standard, weil viel einfacher durchführbar und auch natürlich für die Krankenkassen etwas günstiger. Wir erreichen allerdings tatsächlich die bessere Visualisierung im MRT je nach Sequenz, aber erschwerend ist, dass die Bestrahlungsplanungs- und die Kontrollprogramme, wenn man MRT-Bilder verwendet, keine automatische Seed-Lokalisation durchführen, sondern man tatsächlich jeden Seed einzeln anklicken muss, was für den einen oder anderen sicher ungeübt ist. Wie verteilen wir die Dosis? Welche Dosiswerte akzeptieren wir in Hamburg? Was sind unsere Erfahrungen? Für den Fall, dass wir eine Monotherapie mit 145 Gray durchführen wollen und ein MRT zur Bildgebung und zur Bestrahlungskontrolle durchführen, könnte das alles so aussehen wie hier. Wir gucken primär darauf, eine ausreichende Prostataabdeckung zu haben. Wir haben eine V100 von 97% in diesem Beispiel, was bei einer D90 von 166 Gray, zwei für uns typische Werte, zu einer V150 von 55,33% führt. Würde man noch den einen oder anderen Seed hier aus der Mitte rausklicken, könnte man die V150 noch etwas erniedrigen, ohne wesentlichen Einfluss auf die V100 oder auf die D90 zu nehmen. Aber eine V150 von 55% bei guten Wasserlassen vorher ist in der Regel gut verträglich. Die Harnröhrenspitzendosis dabei sollte aus unserer Sicht nicht über ca. 200 Gray liegen. Wenn man sorgfältig plant, erreicht man auch eine D1 für das Rektum, was unter 145 Gray, unter der Referenzdosis liegt. Dabei spielt es keine wesentliche Rolle, ob man die D0,1cc oder D1% nimmt. Das liegt immer in einem sehr ähnlichen Bereich. Wir haben uns vor vielen Jahren für die Dokumentation auf die D1% geeinigt. Es ist kein wirklicher Unterschied. Falls man ein MRT vorliegen hat für die Kontrolle nach 4 Wochen, kann man auch die Urethra mit konturieren und die Urethra-Dosis überprüfen. Werte wie hier sind ideal. Die D90 ist meist ein bisschen höher nach 4 Wochen als am Anfang. Die V100 meistens ungefähr gleich. Die V150 neigt bei unserer Technik auch dazu, ein bisschen höher zu sein als am Anfang. Auch die Urethra-Dosis, was natürlich zur V150 passt, ist ein bisschen höher. Und die Rektum-Dosis ist in der Regel ein bisschen niedriger. Was am ehesten daran liegt, dass im MRT wie auch im CT der Anpressdruck des Ultraschalls auf die Prostata fehlt und die Rektumschleimhaut einfach ein bisschen weiter davon weggeht. Für den Fall, dass man mit einem CT plant, nachplant und eine Dosis von 108 Gray geben würde, hier ein Beispiel, wie wir die Dosisverteilung vornehmen würden. Man schaut einmal hier in der Mitte auf den Bildern, hier die Bestrahlungsplanung im Ultraschall. Vorne war hier kein Tumor, deswegen akzeptieren wir hier einen leichten Einbruch, was für die Verträglichkeit am Blasenhals gut ist. Und wir sehen hier die entsprechende 3D-Darstellung. Wir wollen immer in der Mitte durchschauen können, die Harnröhre gut sehen können. Die Dosiswolke, die wir hier sehen, entspricht 150% der Referenzdosis. Und im CT einige Wochen später sieht es dann ganz ähnlich aus. Hier unten das CT mit den Seeds und der entsprechend erfolgten Nachkontrolle. Typische Dosiswerte D90 für die Kombinationsbehandlung bei uns 125,6 Gray, 97% für die V100, 56% für die V150. Harnröhre ist hier eher schon etwas heiß geraten. Wir versuchen bei der Kombi die D1 auf Werte eigentlich unter 140 Gray zu bekommen. Und das Rektum sollte auch nicht wesentlich über 100 Gray liegen. Bei der Nachplanung in der Regel ähnliche Werte, da ist kein großer Unterschied. Ich habe hier nochmal, weil die Urethra hier wegfiel wegen der CT-Kontrolle, das CTV dazugenommen.
in der Darstellung. Man sieht, die D90 für das CTV liegt entsprechend niedriger mit 95 Gray versus 117 Gray D90 für die Prostata selber. Aber trotzdem ist immer noch ganz gut Dosis um die Prostata hier im CTV herum. Hier sieht man immer noch weitgehend, gerade im neurovaskulären Bündelbereich, eine wirklich gute, hohe Bestrahlungsdosis. Wichtig für die Rezidivfreiheit. Implantationstechnik war früher ein heißes Thema, ob man nur Ultraschall online implantiert, auch die sagittale Implantationsrichtung nur im Ultraschall darstellt oder eben, wie es am Anfang war, den transrektalen Ultraschall transversal durchgeführt hat, aber sagittal dann das Ganze unter Röntgenkontrolle durchgeführt hat. Ich war früher bis ca. 2006 auch ein Freund der X-Ray-Technik, bis ich dann mit Nelson Stone immer mehr in Kontakt kam, der mich überzeugt hat, das auf rein online Ultraschall umzustellen. Und das ist wirklich genau das Richtige gewesen. Wir haben nur bei dem multiplanaren Truss eine sichere Positionierung aller Seeds zum Blasenboden und zum Rektum hin. Wenn man die Längsrichtung im Röntgen dokumentiert, entgeht einem mitunter, dass die Nadeln auch mal schräg hier unten Richtung Rektum zeigen können und dann zu entsprechender Toxizität dort führen. Das ist eben auch das Kriterium oder die Kritik an der Astender-RT-Studie, die eben nicht online, nicht multiplanar Truss geplant hat und dadurch eben eine möglicherweise unnötig erhöhte Rektumtoxizität ausgelöst hat. Die LDR-Technik ist sehr flexibel. Wir müssen nicht gerade stechen, wie das bei HDR ist. Wir haben manchmal große Schambeininterferenzen zu überwinden, was mit HDR unmöglich wäre. Man kommt mit HDR nicht um die Ecke, ohne dass ein Knick in der Nadel entsteht und das Gerät abschaltet. Bei LDR ist es relativ problemlos möglich. Wir können um die Schambeininterferenz herumstechen und dann wie ein startendes Flugzeug Richtung Blasenboden nach oben stechen und das tatsächlich auch dann so ablegen. Die LDR-Nadeln sind flexibel, das ist kein wirkliches Problem. MRT als Postimplantkontrolle hatten wir kurz angesprochen. Wir haben als Vorteil im MRT, dass wir auch die Harnröhre ohne Katheter gut darstellen können, was uns natürlich eine Dosiskontrolle an der Harnröhre erlaubt, die wir im CT nicht haben. Und insgesamt sieht man natürlich die Anatomie insgesamt deutlich besser, aber wir müssen die Seeds manuell eingeben. Der Rechner erkennt sie hier nicht automatisch. Eine Sondersituation. LDR-Brachytherapie mit J125 Strands bei Zustand nach vorangegangener transurethraler Teilresektion der Prostata, TURP. Nach aktuellem Verständnis und Kenntnisstand ist dies keine Kontraindikation mehr. Es gibt verschiedene Arbeiten, die zeigen, dass man bei guter Anatomie eine wirklich gute, verträgliche Brachytherapie machen kann. Es macht Sinn, im dorsalen Bereich, wenn der Bereich zwischen TURP-Höhle und Rektum knapp ist, gegebenenfalls schwächere Seeds zu verwenden. Man kommt dann da hinten trotzdem erstens gut durch, kann die Seeds zweitens gut verankern und hat trotzdem drittens keine zu hohe Dosis an der TURP-Höhle und am Rektum. Die D90 in der Gesamtberechnung darf etwas niedriger ausfallen, weil wir hier natürlich große TURP-Anteile im Prostatavolumen haben und da natürlich keine Seeds reinsetzen können. Die Dosis hier außen, wenn man es genau konfigurieren würde, ist natürlich trotzdem hoch, aber die D90 der Prostata in der Gesamtdarstellung darf hier und sollte hier auch etwas niedriger sein. Sonderfälle, fokale Therapie. Mögliche Ziele einer Teilbehandlung sind die Verringerung der Miktionstoxizität, der Erhalt des Samenergusses und der Erhalt der Erektion, wie es die Power-Studie aktuell untersucht, unter Leitung von Bradley Peters. Wir haben verschiedene Formen einer Teilbehandlung. Wir können entweder die Hälfte der Prostata behandeln, das nennt man dann fokale Therapie in unserem Sprachgebrauch. Ultrafokale Therapie würde man nennen, wenn man nur einen Teil eines Seitenlappens behandelt. Hier die fokale Therapie, hier die ultrafokale Therapie. Das entspricht nicht immer unbedingt der Prostata und der Tumoranatomie. Deswegen ist ganz interessant eine Technik, die von Anthony D'Amico schon ungefähr vor 20 Jahren mittlerweile eingeführt wurde, nämlich einer Teilbehandlung der peripheren Anteile der Prostata. Ich habe das hier in der 3D-Planung einfach mal nachgestellt. Wir gucken hier schräg von oben in die Prostata rein, sehen hier die Harnröhre, sehen im Außenbereich die Seeds und die Strahlungsdosis. Aber Großteile der Transitionalzone und des Blasenhalses sind tatsächlich komplett dosisfrei.
Hier Ergebnisse von Guyard in 2012 publiziert, eben aus der Gruppe von D'Amico. Updated Results von MRT geplanter Image-Guided Partial Prostate Brachytherapie für günstigen Intermediate Risk Prostate Cancer. 318 Patienten von 1997 bis 2007 behandelt, PSA immerhin bis 15 akzeptiert, maximal Gleason 3 plus 4. Und da sieht man, dass für die Niedrigrisikopatienten wirklich ausgezeichnete Ergebnisse rauskommen und auch für die Intermediate-Risk-Patienten immerhin noch 8-Jahres-Ergebnisse von ungefähr 50% Tumorfreiheit resultieren können. Wer sich einen älteren Patienten vorstellt, der möglicherweise nicht besonders gut Wasser lassen kann und dann mit einer Teilbehandlung trotzdem gut zu handeln ist, ist es mitunter ein sehr minimal invasiver Weg zur effektiven Behandlung. Eine partielle Brachytherapie können auch sinnvoll sein als Salvage-Therapie nach perkutaner Vorbestrahlung. Wir haben hier einen Fall eines zweiten Lokalrezidives 4 Jahre nach ursprünglicher externer Bestrahlung mit konventionellen 72 Gray. 2 Jahre später erstes Rezidiv im Cyberknife mit 4x5 Gray behandelt. 20 Gray ist nicht viel, erst recht nicht für aggressivere Tumoren. Das war das Bild bei Vorstellung zur ersten Salvage-Therapie mit Cyberknife nach 2 Jahren, ein dorsaler Tumor möglicherweise übrig geblieben bei leichten Dosisunsicherheiten rektumnah im Rahmen der Primärbestrahlung. Auch nach der Salvage-Cyberknife-Behandlung sah es nicht viel anders aus. Weitere 2 Jahre später in dieser Situation wurde er uns vorgestellt zur LDR-Brachytherapie. Perkutane Bestrahlungen waren bei der Vorbehandlung nicht mehr denkbar. LDR-Brachytherapie ist durchaus denkbar, weil eben ein ganz, ganz kleiner Volumenanteil sehr präzise behandelt werden kann, unter maximaler Schonung von Rektum und Harnröhre. Prostatavolumen dank der Vorbestrahlung in klein bei ca. 20 Kubikzentimeter. Wir haben eine Teilvolumenbehandlung gemacht mit einer Dosis von D90, immerhin von 156 Gray, hier im fokalen Therapiebereich, im Zielvolumen, GTV. Und haben eine Harnröhrenspitzendosis dabei erreicht von 137 Gray, eine Rektumspitzendosis von 99 Gray. Wir haben dann beim Implantieren gesehen, dass in etwa bis in die Linie, in der hier die Seeds liegen, die Nadeln liegen, der Anteil nach vorne relativ hart war, sprich dort ausreichend Strahlungsdosis ankam, aber so wie man es vermuten konnte nach den Bildern hier aus dem PET-CT, hier hinten die ganz dorsale Region sehr, sehr weich war, sprich dort bisher keine wesentliche Strahlungsdosis angekommen war, was sich dann hier entsprechend über die gute D90 von 156 Gray kompensieren ließ. Der Patient ist auch 1,5 Jahre danach rezidivfrei. Hier ein Beispiel einer Salvage-LDR-Brachytherapie nach radikaler Prostatektomie und ebenfalls bereits Salvage-Nachbestrahlung, 66 Gray. Hier ein PET-CT im Längsschnitt, was erst aussieht wie ein Ausläufer der Harnblase, entpuppt sich bei näherem Hinschauen und weitere Diagnostik dann als Lokalrezidiv knapp unterhalb des Blasenbodens. Hier die multiplanare Rekonstruktion der Dosisverteilung direkt unterhalb des Blasenbodens, das Ganze hier in 3D. Das ist technisch machbar. Man sollte sich auf ein relativ kleines Volumen beschränken. Was auch machbar ist, ist nach erfolgter Voroperation und Vorbestrahlung und einem Rezidiv am Samenblasenrest eine Salvage-LDR-Brachytherapie genau dieses Samenblasenrestbereiches. Hier das PET-CT-Bild, hier die Implantation, hier die CT-Kontrolle einige Wochen danach. Auch das hat funktioniert. Der Patient ist danach mit dem PSA auf Null abgefallen und seit einigen Jahren dort konstant. Das sind die verschiedenen Beispiele, in denen man LDR-Brachytherapie alles durchführen kann. Es ist nicht abschließend, es gibt sicherlich weitere Indikationsbereiche. Die technische Qualitätssicherung wird meines Erachtens heutzutage bedingt und bestimmt durch die adaptive, interaktive Trussbildgebung, Online-Planung, Postimplant-CT- und MRT-Kontrolle. Wenn unzureichende Werte, ist es nicht schwer, gegebenenfalls nochmal Strahler nachzusetzen oder falls es eine Kombinationsbehandlung sein sollte und eh noch eine externe Nachbestrahlung geplant ist, vielleicht in etwas unterdosierte basale Bereiche ein bisschen zusätzlichen perkutanen Boost zu platzieren. Die klinisch-onkologische Qualitätssicherung
geht natürlich über den PSA-Verlauf. Langfristige PSA-Verläufe müssen dokumentiert werden. Wir müssen Nebenwirkungen nach etablierten Systemen erfassen, wie zum Beispiel dem EURTC-QLQC30-Dokument oder den ICOM-Parametern. Ein sehr gutes Beispiel, wie es gelingt, ist die Schweizer Datenbank, die Schweizer Registrie, die das alles sehr vorbildlich und auch klinisch umsetzbar dokumentiert hat. Wir müssen das dann entsprechend langfristig natürlich publizieren. Zusammenfassung aus meiner Sicht: Die LDR-Brachytherapie ist wirklich keine alleinige Methode für das Frühstadium mehr, wie es mitunter ja immer noch vermutet wird, sondern ein höchst variables, hocheffektives System für nahezu alle onkologischen Situationen an der Prostata. Je nach Situation, nach klinischer Indikation ist die LDR-Brachytherapie dabei als Monotherapie durchführbar, als multimodale Therapie, was bedeuten kann, dass sie in Zusammenarbeit mit einer externen Bestrahlung, gegebenenfalls stereotaktischen Bestrahlung, gegebenenfalls Hormontherapie erfolgt. Sie kann als Teilbehandlung erfolgen, mit oder ohne ADT, mit oder ohne Miktionseinschränkung. Und sie kann als Salvage-Brachytherapie nach verschiedenen Vorbehandlungen erfolgen. Auch hier ist sie hocheffektiv. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.